guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Ja, und damit herzlich willkommen. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Bei Let's Play Portal. So, ich soll zur Decke schauen, das mache ich natürlich. Gut. Portal 2 Sie ist das. Sie jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Ja, jetzt soll ich nach unten schauen. Koordinationstraining ist schon manchmal wichtig. Also erstmal willkommen bei Portal 2. Ich bin's, der Black. Portal 1 habe ich leider nicht, deswegen kann ich nur die 2 spielen. Und ja, ich denke, wir legen mal los. Das Spiel selber wird, denke ich, vielen bekannt sein. Ist ziemlich cool. Und los geht's. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Juhu, ich freue mich. Schönes Zimmer habe ich hier als... Ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Walk S. Erstmal ein kleines Tutorial natürlich für die Steuerung. Gefällt mir hier. Als Versuchskaninchen lebe ich doch gar nicht mal so schlecht, nicht wahr? An der Wand befindet sich ein Gemälde. Fernseher habe ich auch. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, schön. Guck mal, ein Berg mit einem Haus. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte ja. Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Juhu! Schöne Tapete hier. Das war kurz. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Oh ja, kriege ich Besuch? Sleep. Scheinbar nicht. Schade. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Dass alle jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen Hallo? Verlassen müssen. Alle Tests machst du die sich zu heute Zeitpunkt noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch Hallo? Kannst du nein? Diese Anlage im kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Dieser Richtlinie oder falls ihr eine englische Und mach schon die Tür auf. Das ist zu aggressiv. Hallo mein Freund, mach doch mal die Tür auf. Ja, ja, geht los. Viel Glück. Die quatschen ja alle durcheinander. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, Schön. Nein, wirklich. Alles hier? Gut. Nee, die ja. nicht. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du ja, hast genau die Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Ja, wie es aussieht, haben wir sowieso ein bisschen länger geschlafen als eigentlich geplant. Und... Oh. Erdbeben. Alles klar mit dir da unten? Blume fällt Hörst auseinander. Du mich? Hallo? Ja, ja, alles gut, alles gut. Noch. Hey, was ist im Kühlschrank? Nix. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Der war auch schon vorher da. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Spatze speak. Na gut, drück ich mal Space. Ja. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Okay. Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Lass mich mal weg da. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Ich will mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll. Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Aua. Okay, ich muss mich konzentrieren.
Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Ein kleiner? Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, ja. Wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Ja, man könnte vielleicht auch etwas sanfter andocken. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ja. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Aber ein bisschen Geduld. Ich krieg Kopfschmerzen. Aua. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Aua. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Ja, danke schön. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Ja, bis dann, ne? So, ich muss springen. So ist es gut. Nochmal? Ja, na gut. Okay, ich glaube, jetzt quatscht uns erstmal nicht mehr dazwischen. Wir sind im Übrigen eine weibliche Testperson, soweit ich das weiß. Wir springen jetzt durch die Gegend. So, was ist das hier? Wenn wir hier drauf... Das war klar. Okay. Und Radio. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Wenn ja, dann... Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Ja, warte, ich muss erstmal pinkeln. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Oh. Ja, jetzt sieht man auch schon, warum das Spiel Portal heißt. Wegen der ganzen Portale hier. Ein Radio haben wir auch. Oh, guck mal, das sind wir. Ja, da. Hin und her rennen. Leicht dicken Hintern habe ich. Hintern? Naja. Naja, ansonsten sehe ich ganz niedlich aus. Also dafür, dass ich 9 Jahre geschlafen habe, geht das schon. So, guck, da bin ich schon wieder. Legen wir mal los. Alles etwas grüner hier, als es in einem solchen Testlabor sein sollte. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Aha. Na dann. Ich nehme mal an... Wie gesagt, ich kenne Portal 1 nicht. Ich nehme mal an, wir... Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Oh, das ist nicht so gut. Wir sind erlaubt, okay. Portal 1 habe ich, wie gesagt, nicht gespielt. Ich nehme mal an, die ganze Zerstörung, die hier der Fall ist, die wird dem Finale von Portal 1 zu Schulden gekommen sein. Macht aber nichts. Wir müssen erstmal runter zu. So, Capture Laboratories im Ladebildschirm. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh. Aua.
Keine Flüssigkeit. Ist ja schon mal gut. So, was haben wir denn hier? Eine 1. 1 von 19. Oh, na dann ist toll. Ich nehme mal an, ich muss hier runter. Da haben wir ein Tor. Ui, entschuldigt bitte. Ich habe jetzt gerade genießt. Und ich habe es genossen. Ich schreibe mal kurz die Zeit auf. Damit ich das wenigstens rausschneide, sonst kriegt er einen Gehörschaden. Das war nämlich gerade etwas laut. So, activate. Bloop. Habe ich da das Portal für hier aktiviert. Das heißt, ich komme hier rein. Konnte das Ding reden. Haha, bin ich gut. So. Die ersten Rätsel sind noch relativ leicht. Ich habe ja auch testhalber mal angespielt, dass das auch mit der Aufnahme halbwegs läuft. Entsprechend. Na gut, das ist auch schon ein paar Tage her, also kann es auch sein, dass ich die ersten Rätsel schon wieder verkacke. So, das dahin. Plopp, wir müssen wieder hier durch. So. Legen das dahin, dann kriegen wir da hinten das Tor auf. Und dann können wir hier dieses Portal aktivieren. Gehen hier durch. Springen gegen die Wand. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Toll. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja, wäre nicht schlecht. So, wir sind jetzt... Da ist ja ein Haufen kaputt hier. So, okay. Abwärts. Ja, und wieder ein schöner Ladebildschirm, also durch Test 1 kamen wir ja prima durch. Das ging ja rucki-lecki, schlucki-schlecki. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird... Ja, was dann? In der Regel ist das doch jetzt schon so. Ich meine, wir haben Obama. Wir haben... Die Merkel, das ist alles nicht unbedingt wenig barbarisch, finde ich, persönlich jetzt. Na bitte, geschafft! Ah, da ist er ja wieder. Auf dem Podest, da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Oh, scheiße. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nö. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ist nett. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Jo, bis denn. Ja. Sofern ich lesen kann als Testsubjekt, steht da Follow. Das heißt, ich folge mal. Andere Möglichkeit hätte ich eh nicht gehabt. Oh, guck mal, da hinten wurde was aktiviert. Schön. Dann hier hoch. Schöne Bildchen hier. Nette Dame. Leicht verstörend, aber schön. Blup. Schaffe ein blaues Portal. Wo denn? Geht ja nur auf solchen weißen Flächen. So, da kommen wir dann also hier oben raus. Also hip. So, gut. War doch schon mal nicht schlecht. So. Hier hoch. Hier ist nichts. Na, wie gesagt, mit Gegnern großartig werden wir es nicht zu tun bekommen. Zumindest keine Monster oder ähnlichem. Soweit ich mich erinnere. Wenn, dann gibt's halt... Guck mal, hier können wir jetzt am Anfang zurück. Wenn, dann gibt's halt ein paar durchgedrehte Roboter, ein paar Kanonen, ein paar Selbstschussanlagen und sowas. Aber ansonsten dürfte hier eigentlich alles gut sein, oder? Hallo? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge, den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Aha, siehste, ich wusste es doch. Also ein paar tödliche Militärandroiden, das ist ja halb so wild. Ansonsten kommen wir hier ganz gut klar. Ich würde aber sagen... Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr schaut auch die nächsten Folgen an. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.